Elden Ring, da sind wir wieder. Der DLC Shadow of the Erdtree hat uns zurück und ein Boss weniger. Ha, die haben wir nämlich das letzte Mal gelegt. Wir haben 240.000 Seelen bekommen. Da sind sie. Ich mache mal ein kleines Stück zur Seite, dann seht ihr das besser. Und die werden wir natürlich ausgeben. Ich habe gerade mal so ein bisschen einfach rumprobiert. Nicht eigentlich gar nichts gemacht, wirklich einfach nur einmal die Ausrüstung gewechselt, weil ich diesen Talisman rausgenommen hat, der mir unverschämt viel Tragelast gibt. Ich habe jetzt hier 90,8 Ausrüstungsgewicht und davon 67, wie ihr genau über meinem Haupt seht, 67,3 ausgenutzt. Das heißt, ich bin noch, ich bin schon bei großer Last. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Das heißt, ich habe die dicke Fat Roll. Deswegen muss ich noch ein bisschen weiter rumprobieren und gucken, ob ich eventuell mal einen leichteren Handschuh. Warte mal. Der wiegt 8,2. Wenn ich mal den besten leichten nehme, das wäre diese, wären diese Stulpen hier. Bin ich immer noch bei großer Last. Ach, dann wollen wir 99 mal andere Schuhe. Mittlere Last. Okay. Ja. So, jetzt können wir nämlich das Katana und alles schleppen. Normalerweise hat genau hier, da habe ich den wieder reingenommen, der erhöht zwar auch Ausrüstungsgewicht, aber auch LP und Ausdauer, und da hatte ich dann den hier drin beim Bosskampf, womit ich noch fettere Ausrüstung tragen kann. Man levelt jetzt ja mit dem Skibidi-Fragmenten. Was macht man da mit den Runen? Also mit den Runen kannst du ganz normal dein Level leveln. Es gibt aber noch eine zusätzliche Währung, und das ist, sind halt diese Baumfragmente oder was das ist. Und mit denen levelst du. Ich zeig dir das mal. Dich auf andere Art, nämlich hier, das ist bei Segen des Schattenreichs. Und da kannst du dir eine eigene Kategorie leveln und wirst dadurch auch stärker. Die ist aber nur für diese Welt. Wenn du zurück ins Hauptspiel gehst, dann finden die, glaube ich, keine Anwendung. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, jetzt können wir mal eben kurz gucken. Kann ich auf das Riesenkatana. Oh, da kann ich sogar eine Asche drauf machen. Das ist ja sehr geil. Das heißt, ich könnte da jetzt. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Blutiger Schnitt und Blutzoll. Das ist einfach, das Talent ist anders, ne? Ja, okay. Also ich könnte easy das da draufsetzen. Und dann gehen wir mal natürlich auf blutig, ne? Ah, was gibt's denn noch? Huh? Oh, das ist ja auch ganz geil. Da habe ich dann Gift und Blutverlust, beides. Das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Das ändert die Skalierung hier. Aber giftig klingt doch jetzt erstmal ganz schön geil, oder? Stich und Hieb. What? FP-Verbrauch? Hebt? Okay, habe ich nicht ganz gecheckt. Was du meinst. Genau, okay, also das können wir ja gleich mal ausprobieren. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal Folgendes machen, bevor wir das machen. Wir reisen mal gemeinsam in die Festung rein. Warte mal ganz kurz, wo waren, da sind wir, genau. So, hier in die Tafelrunde. Und schauen jetzt erstmal, was wir für diese Seele da bekommen. Bei den Fingern. Hier. Und dann gucken wir mal, ob ich dieses Großkatana mal aufwerte. Ey, Mike! Ha! Es geht ab! Mike ist da. Ich habe tatsächlich das letzte Playoff-Spiel geguckt. Und es ging leider echt verdammt lang. Aber du hast meinen Tweet vorgelesen, den ich nur für dich gemacht habe.
das haben wir bekommen. Oh, was gibt's da? Entweder Rilanas Zwillingsklingen. Okay, da brauche ich aber Weisheit und Glaube. Ich bin immer noch müde davon, das glaube ich dir. Ich bin auch, ich habe mich auch echt mega schlecht gefühlt, weil das ging gefühlt bis 5 Uhr morgens und ich habe gedacht, das geht vielleicht schneller vorbei. Und obwohl ich für die Oilers war, habe ich am Ende gedacht, fuck, wenn sie jetzt noch den Ausgleich machen, dann muss ich auch noch Verlängerung gucken. Naja. Was haben wir denn hier? Verkörpert Zwillingsmond und schlagt wiederholt auf den Boden. Naja, das ist ja eher was für ein Zauberer. Ich glaube, wir können die hier holen, oder? Die Zwillingsklingen, das klingt doch ganz gut im wahrsten Sinne. Können wir die mal ausprobieren? Da müsste ich Weisheit und Glaube ein bisschen leveln, aber das ist ja machbar. Magisch Feuer. Was sollen wir sonst damit machen? Für die Seelen holen wir die nicht. Und was habe ich hier? Oh. Kriegsasche, göttliches Bestienfroststampfen. Verleiht einer Waffe. Okay, das klingt aber auch ganz interessant. Froststampfen. Oder das hier, aber das ist ja eher für Zauberer auch, nehme ich mal an. Oder? Ich glaube, die Asche klingt geiler. Was meint ihr? Meinung im Chat? Ich würde jetzt Folgendes sagen, wir kaufen uns, also holen uns hier für diese Asche da. Und hierfür holen wir uns die Zwillingsklingen. Gibt's Meinung im Chat? Asche ist gut, sagt Trudel. Klingt gut. So Ave. Finde ich auch. Was habe ich denn hier eigentlich noch für Sachen, die ich nie benutze. Ich hatte zum Beispiel auch Marika, ne? Habe ich auch noch nie benutzt. Marikas Hammer. Heiliges Reliktschwert. Die habe ich mir nie geholt. Warum? Jetzt sind Waffen nie genommen. Was ist denn mal Godfrey? Habe ich auch nicht gemacht. Kriegsasche Horak. Lux Erschütterer. Gibt es hier irgendwas, was ich unbedingt nehmen sollte? Wahrscheinlich jetzt mit den neuen DLCs ist das eh relativ egal, oder? Da werden ja bessere Waffen relativ schnell verfügbar sein. Als diese Ollen. Morgoths Schwert. Auch alles nie benutzt. Rilana ist tot. Wann ist sie gefallen? Ja. Das Schwert würde ich nicht aufwerten. Dein Waffenset aktuell ist stärker, außer du hast die Steine herumliegen. Meinst du das... Chuck, change me. Meinst du... Das Großschwert, das Katana-Großschwert? Morgoths Schwert ist auch ganz nice. Ja, das stimmt, die sind auch eine Trophäe, also man schleppt die auch gerne mit sich rum, ne, die Sachen. Wenn man jetzt irgendwas nicht ganz besonders dringend benötigt, ist das schon... Ist das schon nice. Also ich glaube, die Asche würde ich mir jetzt erstmal von dem Löwen hier holen. Das können wir vielleicht einer Waffe-Affinität unterstellen. Das können wir einfach mal ausprobieren. Froststampf klingt ja ganz cool. So, und dann würde ich jetzt auch einfach mal das hier noch kaufen. So, und dann ist die Frage. Wie ich das jetzt ausrüste. Warte mal, wir können mal. Genau, Erhaltreihenfolge. So, das wären dann diese, genau, das ist das Große. Ach fuck, jetzt muss ich erstmal leveln, stimmt. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich kann sie mir schon mal angucken, oder nicht?
Ich will jetzt hier aber auch nichts kaputt machen. Ist das doch nur eine Waffe? Nee. Achso, die zweite ist auf dem Rücken. Wie macht er das denn? Ich muss hier echt aufpassen, dass ich hier niemanden haue. Achso, hier darf ich gar nicht schlagen. Die Zwillingsklinge von Relana habe ich auch eine Zeit lang genutzt, ist aber bei Bossen eher so mittelgut wegen der Weapon Art. Brauchst halt immer eine Weile für. Die Twin Blades sind ganz nice und bis plus 9 kann man die Waffe problemlos upgraden. Die musst du mit Dreieck L1 zweihändig tragen, aber das geht nicht in der Tafel. Ja, okay. Achso, du meinst die Zwillingsschwerter. Zum Katana-Großschwert habe ich keine Infos. Ah, okay. Also das Riesenkatana reizt mich natürlich auch ein Stück weit. Ist der Schmiedmann eigentlich noch da? Ja. So. Können auch Kriegsarsch duplizieren. Was kostet das eigentlich? Ah, okay. Verlorene Kriegsasche. Ich habe noch 7 verlorene Kriegsaschen. Das heißt, ich könnte auch... Sturmball. Wenn ich jetzt irgendeine doppelt draufsetzen will, kann ich die auch duplizieren. Zum habe ich ja einmal gemacht mit der Blutasche. Muss ich jetzt unbedingt machen. So, also... Wir könnten... Genau, da sind sie. Also, das ist halt das Großkatana. Mit Blutverlust. Und das sind die Zwillingsklingen. Wie viel habe ich denn von denen? Och, ich habe krass. Ich habe nur 7 Dunkelschmiedesteine. Ah, von dem habe ich aber genug. Das kann man easy machen. Ja, davon habe ich genug. Die kann man ja, glaube ich, auch kaufen. Recht viele davon. Mach ich einfach mal. Jetzt sind wir auf 23. Also, okay, so jetzt habe ich nur diesen einen, der habe ich 6 Stück von. Die will ich jetzt aufbewahren. Am Ende brauche ich sie wahrscheinlich nicht. Aber okay. Jetzt habe ich mir mal einfach die einen richtig fett gemacht. Und die probieren wir gleich mal aus. Ich wollte eine Sache nochmal machen. Und zwar, wo war nochmal der erste Boss? War das hier, ja, ne? Warst du schon im Abgrundwald? Nee, glaub nicht. Welches Schwimmbad in und um Hamburg würdest du empfehlen für die Familie mit 2 Kids? Oh, es kommt wirklich einfach drauf an, wo du wohnst. Es gibt einige. Aruba. Was ist denn mit ihm hier? Achso, oh, das ist ja ein Kumpel. I can do whatever, can I, mate? Ja, okay. Und zwar wollte ich folgendes machen. Hier, das Ding wollte ich kaufen. Das ist doch, glaube ich, gut. Ja, zum Parieren, genau. Ich wollte nämlich ein bisschen Parry mal spielen. Da habe ich einfach Lust zu. Hat er sonst noch irgendwas, was ich haben will? Nö, ne. Das war's auch schon. Oh Gott, ich hätte ihn fast aus Versehen erschlagen, weil ich nicht gecheckt habe, dass das der Händler war. So, mehr wollte ich gar nicht machen.
Jetzt gehen wir wieder zurück und ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht bei ihr. Oder ob hier... Weil ich will ja, hier muss es ja auch noch weitergehen. Wie komme ich denn da runter? Ich gehe nochmal hier hin. Hallo Hoki. Ja, ich kann die Waffen hier nicht testen, weil ich die möglichen... Also ich habe leider nicht die... Obwohl, ne? Ah, okay. Doch, kann ich. Das sieht doch ganz nice aus. Sehr tänzelnd. Aber machen wir mal Folgendes. Wir nehmen mal hier jetzt das Großkatana rein. Und in die andere Hand mache ich mal hier das Buckelschild, das ich jetzt neu habe. Wie schnell ist das? Ich hab Bock, ein bisschen Parry zu üben. Das kann ich doch easy tragen, oder? Gibt es da irgendwelche Probleme? Nee. Das ist wahrscheinlich auch eher für Zweihändigkeiten ausgelegt hier. Okay, das ist eigentlich ganz geil. Was machen wir denn da für eine Kriegsasche mal rauf? Sollen wir die mit dem Gift mal nehmen? Das klang doch eigentlich ganz gut. Also, oder die neue hier. Oh, oder ein eisiges Großkatana. Das Großkatana ist wie gesagt super flexibel und auf alle Arten und Weisen anpassbar. Einfach ein toller Allrounder. Na, das klingt doch super. So, wollen wir mal, genau, was ist die neue Asche? Das hier, die sind beide neu, ne? Frostnebel. Ist die auch neu gewesen? Weiß ich nicht. Ach, die habe ich schon verwendet. Aber das hier können wir einfach mal darauf legen. Und dann eisig. Hat macht dann beides, ne? Es ändert halt die Skalierung. Auf Geschicklichkeit können wir eine B auf Geschicklichkeit kriegen, aber okay. Aber wir müssen ja denn das wohl mal machen, ne? Guck mal, hier kann man ja auch sogar Aschen drauf machen. Ist da eines, was für Parry gut ist? Da, goldene Parade. Okay, und dann ist es wahrscheinlich egal, was wir davon machen, oder? Geht nur ums Parryen. So. Ich wollte das mal ausprobieren, weil bei Sekiro fand ich das so nice. Da hat das Parry so Spaß gemacht. So. Ach ja, und ich kann mir noch ein neues Level kaufen. Das machen wir auch mal eben. Und zwar, jetzt habe ich ja mit Maxim so ein bisschen umgeskillt. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall einige Potenziale hier noch offen, bis wir beim Level Cap sind. Ich brauchte ja für diese anderen Klingen, brauchte ich musste ich andere Level leveln. Aber ich mache jetzt erstmal das hier weiter. Arkane ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich mache jetzt erstmal das hoch. So, jetzt probieren wir mal aus. Okay, das ist das. Und... Da muss ich das zweihändig führen, um... Hey!
Okay, das sieht aber nice aus, oder? Den Riesenfeuerkelch habe ich besiegt, ja. Okay, einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Ach, guck mal, da geht's jetzt wieder raus, sehr schön. Skadu Altus, herzlich willkommen. Probieren wir mal ein bisschen rum jetzt. Da gibt es direkt wieder neues Feuerchen und einen neuen Freund. Hello again. Hello. Did you meet my compatriots? Weiß ich nicht, hab ich? The congregation from places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikula put upon us, this is what allows us to serve together. The work of a living God. Bevor ich mich mit ihr weiter unterhalte, ganz kurz. Die Träne, die der droppt, gibt dir die Sekiro-Block-Mechanik, wenn du die in deine Flasche tust. Ernsthaft? Oh, das wäre krass. Oh, das muss ich direkt ausprobieren. Wondering about the horn scent, are you? True enough. In any other circumstance, he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk. A cleansing by fire. It's no wonder the horn scent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happen to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. Okay. Und er ist auch ein Kumpel hier, ne? Ja. Sendschreiben des Mönches. Sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers befolgen wollt. Wenn ihr mich findet, müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig. Okay, will wieder irgendjemand von uns besiegt werden. Hallo. You have a knack for timing, my fellow. I found the site of a new cross. Take this. Dankeschön. Sehr nett. Vielen Dank. Achso, vielleicht sollte ich nochmal kurz fragen, ob er noch eine weitere Information für uns hat. Da ist das Kartenstück. Vielleicht können wir jetzt aber schon mal leveln. Ich weiß, oder ist noch wieder so ein Frostboy? Mikula has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Earth Tree's wanton sin. The truth of his claim can be found at each cross, which is evidence enough to earn my belief. Go to the misshapen tree of Umbra. In that forsaken place, blood must spill. The blood of your fellows, the Earth Tree faithful. Okay. Go to the misshapen in that forsaken. So, wollen wir eben schauen, ob ich jetzt leveln kann? Ich glaube nicht, oder? Nein. So, ach ja, warte, die Flasche. Jetzt wollen wir das mit der Flasche nochmal checken. Mit der Träne. Flaschen. Ne, Entschuldigung. Arzneimischung. So. Welche Träne habe ich denn von dem bekommen? Ist es diese hier? Jetzt muss ja dann die hier sein, oder? Verstärkt. Spontane Abwehr. Also müsste ja, das ist dann die, die ich aber von dem bekommen habe, oder nicht? Ja. Okay, aber, also dieses Ding hat ja nur eine begrenzte
Hält 5 Minuten an. Okay. War gerade noch dabei, dein Video zu sehen, aber jetzt bist du wieder live. Ja, beides. Musst du beides anmachen. Okay. Dann haben wir da hinten noch so einen Feuerfreund. Ich glaube, wir sollten als erstes mal das Kartenstück dort holen. Dann können wir mal weitersehen. Oder, oh, da ist ein großer Reitersmann. Der ist wahrscheinlich sehr stark. Aber ich bin auch sehr stark. Oh, der lebt nicht. Da sieht man, weshalb Pferde sehr mächtig sind. Einen schönen Schmiedestein. Okay. Das ist gut. Da komme ich von der anderen Seite vermutlich dann. Ich habe ja auch noch nicht alles, also hier im Süden habe ich auch noch nie alles entdeckt. Da müsste ich auch noch mal weiter schauen, was es hier noch Tolles gibt. Hier zum Beispiel, guck mal, da ist noch ein Kartenstück. Und da waren diverse Sachen, die ich noch nicht genau untersucht hatte. Hier war der Drache, ne? Und hier habe ich auch noch nicht richtig gesucht. Guck mal, da sind auch noch so... Das ist wieder eine fette Burg. Das sieht mir nach einer epischen Geschichte aus hier. Das Ding hier, oder? Vielleicht sollten wir zuvor erstmal die etwas weniger epischen Sachen machen. Und zwar meine ich, dass wir hier auch noch nicht richtig rumgeritten sind. Ich mache erstmal das. So, weil das ist hier, war dieser Drache, den ich platt gemacht hatte. Da, genau da in diesem See war der Drache. Da habe ich mal so ein Vorbeigehen gemacht mit der Holy Damage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier schon... Ne, hier war ich noch nicht, ne? Ich werde erstmal diese kleineren Orte vielleicht hier angucken. Ah. Was wollt ihr jetzt tun gegen mich? Mit meinem Stampf. Ich habe jetzt nicht genau verglichen, was mehr Damage macht, ne? Aber es geht ja auch ein bisschen um Funofun. Ah, der arme Geist. Oh, er leidet. Ich könnte ihm helfen. Oh, der arme. Er sagt immer das gleiche. Ich kann ihm leider nicht helfen, wie so oft. Was ist denn hier los? Nehme ich. Hier noch was?
Nope. Was passiert, wenn ich das rüberstampf? Hier, aber das ist, guck mal hier, ist das noch im Bau gewesen oder ist das... Nee, es war nicht im Bau. Sah fast so aus, als wenn jemand kurz vorm Richtfest steht, aber es ist leider genau das Gegenteil. Was? Ah, so Menschenknochensplitter. Oh, da ist noch was, guck mal. Was haben wir denn da? Das wollte sich vor uns verstecken. Schwarzer Feuerfalter. Kommt man so unter die Brücke? Was ist denn hier noch? So. Guck mal hier, das ist doch geil. Das brauchen wir doch sowas hier. Eine neue verehrte Geisterasche. Geht's auch wieder rauf? Hey. Das ist ja genau ein Zipfel, an dem diese Kreatur immer noch hängt. Waren wir da schon drin? Bösartiges Wesen. Was so der Buff hier oder was? Der Buff die. Alles ist kaputt, zerfallen, zerbröselt. Oh, was ist das denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Gidigit. Ich stehe in Menschenleibern. Sind das die Dorfbewohner gewesen? Das ist ja fürchterlich. Ja, also der Talisman scheint mir tatsächlich nicht deplatziert zu sein. Was kann der denn? Erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte... Oh, das ist ja interessant. Oh. Der ist ja flexibel in dem, was er macht. Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Boss habe, der zum Beispiel Feuer macht, dann könnte ich das einsetzen plus Flammendrachentalisman oder sowas. Und bin ja so gut wie... Du hast jedes Mal gefühlt eine noch glänzendere Rüstung an. Schleichen wird so aber zur Herausforderung. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich muss mich dementsprechend auch kleiden, wie ich spiele. Und zwar golden. Jo. Okay. Hier ist alles untersucht. Wie es mir scheint. Galoppieren wir an der Küste entlang. Gucken wir, dass hier noch... Das macht, finde ich, fast mit am meisten Spaß. Einfach so rumgaloppieren und wirklich gucken, was es hier so gibt. Wir haben jetzt ja wirklich auch viel Bosse gemacht. Nee. Oh, wir haben Leute gebrütet. War nicht meine Absicht, aber... Komme ich da mit Pferd durch? Ja, das ist sehr gut. Pferdefreundliche Pforte. Oh! Aha!
Aha, aha. Uiuiui, okay, das ist mal... Interessant. Es lohnt sich bei Nacht zu erkunden, ja? Okay, ändern sich dann Sachen. Ja, manchmal so Bosse, die nur bei Nacht kommen zum Beispiel, oder andere NPCs vielleicht. Was ist hier los? Au, au, okay. Okay, jetzt müssen wir reden, jetzt müssen wir reden. Oh, die unterbrechen meinen... okay, jetzt ist Schluss. Okay, ich bin komplett zu langsam. Ich bin einfach viel zu langsam mit dem Schwert. Guck mal hier, die wird immer unterbrochen. So. Ja, das ist der Nachteil. Mit diesem Ding hier. Das ist der See mit dem Drachen, ja, ne? Ja. Hier war der Drache drin. Was ist das jetzt für ein Schwert? Das ist das Großkatana, was wir recht neu haben. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe es hochgelevelt auf 24. 25 ist Max. Aber dafür braucht man dann diesen seltenen Stein, Schmiedestein. Den wollte ich jetzt noch nicht dafür verbrauchen, ohne dass ich das mal getestet habe. Hallo Hirsch. Oh, was ist das denn? Oh, ey, 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 ey! Ey! Warte mal! Ich dachte gerade, was poltert da? Das ist einfach nur eine große Ansammlung von Gargoyles. Also beziehungsweise Geiern. Geier-Gargoyles. Platz geben. Alles klar. Hier ist klar, dass ich dir das übernehme. Ich muss einfach mit dem Schwert hier richtig klarkommen. Ganz andere Geschwindigkeit, andere Moves muss man erstmal in Fleisch und Blut übergehen lassen. Das Muskelgedächtnis implementieren. So, ich hatte diese prächtige Vogelrüstung, oder was war das? Zeig doch mal, was ist das denn? Da ist sie. Also sie ist sehr leicht. Aber hat natürlich kaum irgendwas, ne? Aber sieht geil aus. Die Frage ist, ob man akzeptiert wird von diesen Vögeln. Ob die einen dann mögen. Kann ja sein. Gibt es keine Handschuhe dafür? Aber nur eine Hose bestimmt. Keine Hose? Das ist ja ulkig. Ich zieh das mal an aus Spaß. Wie ich aussehe damit. Prächtig. Probier's mal aus. Es gibt ja manchmal so Mechaniken, oder beziehungsweise ich wünsche mir das häufiger, als es tatsächlich so ist, dass wenn man die Kleidung einer gewissen Fraktion trägt, dass die einen dann als einen der ihren auch anerkennen. Aber meistens rechne ich nicht damit, dass es klappt, aber ich wünsche mir das immer. So, jetzt lass uns mal gucken. Da geht's ja wieder so zurück an der Wand entlang. Und jetzt da entlang. Maschine ist hier, da kann man nicht rauf, ne?
Was ist denn hier? Da müssen wir ja irgendwo... Warte, hier waren wir auch schon. Oder? Waren wir von der Seite noch gar nicht hier? Warte mal. War ich in diesem Dungeon? Ach doch. Hier war, oder? Warte. Ich glaube, ich war ja noch gar nicht. Nee. Haha. Lol. Einfach mal was Neues. Ach, das ist ja so schön. Warum bin ich so braun? Ja, das ist nicht repräsentativ. Ich weiß es auch nicht. Bräunungscreme, ja. Nee, ich frage mich das auch schon immer tatsächlich. Also entweder ist es mit dem Alter bedingt, dass meine italienischen Vorfahren sich Zutritt verschaffen zu meinem Äußeren. Oh, was ist das denn? Das ist ja geil. Ist das... Nee, es ist kein Frost. Das ist einfach nur Staub. Oh, das ist ja nice. Okay, sind das hier Untote? Sollte ich hier vielleicht mein Holy... Ach ja, ich muss auch mein... Das stimmt. Sehr guter Hinweis. Mein Flatteranzug mal wieder austauschen gegen meinen... Den hier. Ich frage mich gerade, ob das hier... eher so untotenreich ist. Weil dann wäre eigentlich Holy Damage besser. Wir können ja wunderbar... Kann ich das auch als Zweitschwert nehmen, ohne dass ich dann... Na okay, das habe ich auf Blut, aber da könnte ich ja die... Ne, das ist das plus 20. Ich überlege, ob ich hier Holy Damage nehmen soll. Dass das überhaupt bringt. Aber die Asche kann ich ja nur am Dings wechseln. Das... Ne, genau, das ist das, was ich jetzt habe. Wo ist denn... Ah, wir machen das mal nach Objekttyp. Jetzt finde ich das hier überhaupt nicht. Ich könnte... Mein Blut... Hey, wo ist es denn jetzt? Da. Das. Das eisige Uchi. Könnte ich natürlich jetzt mal mit Holy auffüllen. Aber vielleicht ist es auch nicht nötig. Aber es ist irgendwie mein Gefühl. Ich glaube, ich mache das mal. Da muss ich aber kurz zurückgehen. Und das einmal auf... Ist nicht, ich bin ja nicht weit gelaufen, oder? Ich habe das Gefühl, hier ist eine Untotenparty. Ich will jetzt mal ein bisschen mehr so die Mechanics auch nutzen. Und die Aschen kann man ja wechseln, wie man will. Das heißt, ich gehe mal auf Kriegsasche. Und dann sagen wir mal hier, wo bist du? Da, plus 25 Eis, Johnny. Wenn wir da jetzt ein... Beziehungsweise, ja, warte, was, das ist, genau, heilige Klinge. Und wenn ich jetzt da auf heilig gehe. Ich meine, so habe ich das gemacht. Vielleicht sollte ich das zweite auch einfach mal hochleveln. So, und jetzt packe ich das noch als Secondary Weapon mit rein. Wo bist du jetzt? Habe ich schon übersehen. Ne, da. Kann ich jetzt noch rollen? Ja. So, wenn ich jetzt, dann nehmen wir mal das. Ey, warte. Ich weiß, wie gesagt, nicht mal, ob das überhaupt Holy Damage, ob das Holy sind, überhaupt hier Tote sind.
Oh, eine schöne gefrorene Made. Er hat wahrscheinlich darauf gewartet, dass die auftaut, damit er sie essen kann. Das Großkatana auf Holy kann ich auch machen, aber jetzt habe ich so zwei verschiedene, habe ich mir gedacht. Zwei verschiedene Setups. Eins mit Holy, eins mit Eis. Natürlich ist das passiert. So, hier ist noch eine leckere Made. Damit muss man doch bestimmt dann irgendwas Köstliches herstellen können auch. Das sind ja alles, sind das Lagerräume oder Zellen? Madam Slushy. Ich meine, in jeder Hand ein Schwert. Ach, ja, das ginge auch. Ich habe da jetzt ja... Nuckelt hier jetzt irgendwas rum. Ich könnte natürlich jetzt auch mal auf die Schildseite jetzt zum Beispiel noch das Blutkatana machen. Kann ich das überhaupt so schleppen? So. Auch nicht schlecht. Ach so, habe ich hier alles gemacht? Warte. Ne, da ist noch so eine leckere Made. Wer weiß, wofür die gut sind, ne? Das sieht einfach nice aus. Du brichst mir jetzt hier aber nicht ein, bitte. Hallo, ist jemand... Na, oh Gott, der ist verschüttet worden. Oder da will jemand ganz sicher gehen, dass da nichts durchkommt. Alle Zellentüren sind offen. Bis auf die da hinten. Also entweder da war irgendwas drin, was nicht raus sollte. Oder... Was auch immer. Aber das finde ich schon interessant. Oder die sind alle ausgebrochen, nachdem das... Also es kann natürlich sein, dass... Das ist eingestürzt und der ist dann zu und alle anderen wurden nachträglich geöffnet, weil dann eine Revolution, eine Gefängnisrevolution stattgefunden hat und bei dem war es halt zu spät. Man weiß es nicht. Oh, hallo. Oh Gott, dieses Stöhnen, das ist ja richtig schauerlich. So, noch eine schöne gefrorene Made. Da ist noch einer. Wie weit muss man im Main Game sein für das? Für das DLC? Ja, du musst Moog. Das ist so einer der Bosse. Moog muss tot sein, weil an der Stelle, wo Moog ist, in dem Bossraum, ist quasi der Zugang zum DLC. Das heißt, den musst du gemacht haben. Und ob du darüber hinaus noch was anderes brauchst, weiß ich gar nicht. Also, ob du jetzt alle anderen Bosse haben musst. Die wichtigen Storybosse weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ist es euch zu laut eigentlich? Ich hätte es schon ein bisschen lauter gemacht. Wegen der Dialoge. Aber ich mache mal einen kleinen Ticken leiser. So, was haben wir hier? Hier ist auf jeden Fall die Kantine. Einige sind hier sitzen geblieben und warten immer noch auf den Service, den es niemals geben wird. Ich serviere aber nur den Tod. Ich mach diese eine Stummel da. Wahnsinnig. Der so den, deren Lebensbalken Stummel da am Ende. Ich kann es nicht mit einem Schlag gehen. So, also hier haben die immer alle gegessen und so. Überall stehen diese Gitter. Ich weiß gar nicht, was das soll. Warum die auch hier im Essenssaal stehen. Ist das vielleicht, haben die das einfach produziert? Vermutlich, ne? Vielleicht ist es eine Produktionsstätte für Gefängnisse. Und die haben einfach keinen Lagerraum mehr gehabt. So, hi.
Die Waffen, die ich jetzt habe, sind die von einer Quest? Nee. Also das Katana, was ich in der rechten Hand habe. Warte. Okay, er bittet um Vergebung. Das Katana, was ich habe, das rechte, das ist das Standard-Katana. Das bekommst du zu Beginn des Spiels. Und das andere sind blutige Ströme. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war in irgendeinem Dungeon. Das Katana. Und das Großschwert habe ich hier im DLC bekommen. Was ich jetzt aber gerade ja nicht spiele. Was aber easy machbar ist. Da geht's vom... Oh, muss ich über die Töpfe springen? Oh Gott, ich glaube, ich muss über die Töpfe springen. Und zwar nach unten. Ja, da gehe ich mal fest von aus, dass das der Plan ist. Aber erstmal gehen wir einmal eine Runde. Und dann... wagen wir das mal. Igitt, igitt. Das war so ein Topfwesen oder was? Oder wie? Oder so halb Mensch, halb Muschel. Die brauchen ja auch immer ein schützendes Gefäß. Ei, ei. Gut. Dann einmal noch hier rum. Ganz rum, ganz rum, ganz rum. Bisschen Angst, dass man da runterfällt, wenn ich hier schlage. Die leckere gefrorene Made nehmen wir noch mit. Und dann beginnt jetzt mal unser Abstieg, und zwar da hinten. So. Dann gucken wir mal, ob das ohne Tod vonstatten geht. Also es geht ja ganz runter. Da sind aber auch noch Töpfe. Komme ich aber nicht hin. Da ist noch eine Plattform. Jo. Okay, da geht's ganz runter. Okay, da muss ich auf jeden Fall einmal auf die Plattform rauf. Da komme ich vermutlich nur über diese Töpfe. Aber jetzt müssen wir jetzt zu dem. Oh Gott, ich hoffe mal. Glassplitter. So, warte mal, jetzt muss ich... Ich vermute mal, ich muss jetzt von hier auf den Topf und dann darauf. Weil ab da komme ich dann nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen Damage nehme, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Oh, Alter. Okay, das war einfach super mies. Ich befürchte, ich komme da nicht mehr anders rauf. Mist. Ja, okay, da bin ich halt einfach von der Kette, ihr habt es ja gesehen, da vom Kettenglied oder was das da war, abgerutscht und runtergeglitscht. Das ist natürlich jetzt kacke. Kann ich den dann nicht, ist der nicht gestunt? Kann ich da nicht eigentlich mit R1 einen Eingeweidegriff oder sowas machen? Normalerweise muss das doch gehen. Aber warte mal, komme ich vielleicht von der Seite da auch so hoch? Ne, vermutlich eher nicht, ne? Das wäre eher zum Runterkommen. Ja, da müssen wir gucken. Da oben ist noch irgendwas. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Eventuell müssen wir dann später einmal durchrushen. Interessiert mich jetzt schon, was da ist. Das scheint mir wirklich nur über diese Töpfe zu gehen.
Gott, diese armen Kreaturen. Habe ich befürchtet. Alter, was? Okay, das ist weird. Boah. Schaurige Gesellen. Schaurig, schaurig. Und auch ein bisschen traurig. Ah. Guratos und Moneytrip. Vielen lieben Dank für den Support. Auf Mord folgt Support. Das ist das Motto bei Elden Ring. So. Ja, gehen wir erstmal weiter. Ich merke mir die Stelle. Ist möglich. Ist ganz schön groß hier, das Ding, ne? So. Der hat noch seinen. Okay, Spatzbürger. So, da. Kann ich da nicht eigentlich. Gut, er macht dann immer diesen Stich. Aber da geht er doch in die Knie. Wieso kann ich dann da nicht einen Eingeweidegriff machen? Ob Alexander auch so eklig ist. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein. Aber ich weiß auch nicht, ob die hier rausgekrochen kommen, weil das hier so ekelhaft ist und so. Keine Ahnung, es gibt, kann man nicht auch sowas machen, wie dass man Salz auf Schnecken rieselt und dann kommen die auch raus oder so, whatever. Jedenfalls, vielleicht sind sie durch irgendwas Ekelhaftes rausgelockt worden, aber es kann auch sein, dass das Kreaturen sind, die sich diese Töpfe geschnappt haben. Es gibt ja so Krabben, die nehmen sich leere Schneckenschalen, also Muscheln, um sich eben da drin zu verstecken. Und das sind ja auch nicht die Erschaffer und ursprünglichen Einwohner dieser Konstruktion. Die haben sich das war so klar. Dessen bemächtigt, wollte ich sagen. Ja, das ist natürlich blöd. Weiß ich nicht, ob das jetzt da noch was anderes gewesen wäre. Wir werden das noch rausfinden. Sollte schon gehen, eventuell falsch gestanden, ja. Möglich. Boah, ich will diese Geschichte auch wissen, diese Töpfe hier. Das können ja nicht alles. Also haben. Oh, hi. Oh Gott, der ist aber neu gewesen. Da, zack und. Naja, okay. Das gesehen, da kann man. Natürlich habt ihr das gesehen, noch so ein kleiner Grabscharm raus. Okay, das war sehr schlecht. Wir müssen uns jetzt diesen Weg hier merken. Der jetzt hier gerade aufging. Welcher war das? Wir suchen erstmal alles in Ruhe ab. Ich habe eh schon die Orientierung verloren. Das müsste eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Oder war das hier? Nee, das war doch nicht. Was ein Irrgarten. Normalerweise sammeln die Töpfe das Fleisch ihrer gefallenen Gegner, bis sie genug haben. Dann gehen sie zu einem kleinen Erdenbaum und werden von den Erdenbaum-Avataren zerschmettert. Warum das denn? Das ist doch eigentlich total dumm. Oder nicht? Oh, warte mal.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier schon war. Ist das der Ort, an dem ich rauskam? Ich bin jetzt so oft hier rumgelaufen. Aber es gibt jetzt hier zwei verschiedene Wege, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Guck mal, da oben ist noch ein Item. Von welchem Topf komme ich denn darüber? Da sind die. Ah, hi. Okay, das ist sehr viel größer, als ich dachte. Dieses Labyrinth hier. Tja, so. Achso, damit sie den als Dünger dienen können, den Erdenbaum. Das ist natürlich sehr selbstbewusst und nett. Aber sehen die denn wirklich so aus, wie diese Fleischklumpen hier? Ist das deren natürliche Gestalt? Hier geht's rauf. Schwer gesprungener Topf. War das das, was wir gesehen hatten, oder war dann noch ein anderer? Ja, ganz dicht an ihn ran, ja, ja. Aber das Zeitfenster, in dem er da so kniet, ist sehr, sehr kurz. Aber wir probieren das natürlich alles. Okay, also, pass auf. Kam ich hierher oder wo kam ich her? Ich glaube, ich kam hier rein. Ich weiß echt, das ist ja einfach verflixt. Nee, hier kam ich nicht her. Hier muss ich lang. Okay, das merke ich mir. Warte, bevor wir jetzt hier... Das war ein anderes Item. Oh Gott. Das ist hier einfach unglaublich unübersichtlich. Und für Leute mit ohnehin schon miserabel ausgeprägtem Orientierungssinn ist das ja hier die Hölle. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal den einen Ausweg gefunden. Guck mal, hier ist auch noch was. Verlorene Kriegsasche, das ist gut. Damit können wir andere Kriegsaschen duplizieren und eventuell dann zweihändig mit der gleichen Asche arbeiten und so. So, ich weiß nicht. Da geht's auch nochmal rauf, da oben. Fürchterlich. So, warte. Hier waren wir auch schon. Hier waren, glaube ich, zwei Maden, ne? An der Stelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch was finde. Oben auf den Töpfen sehe ich jetzt nichts mehr. Ja, stimmt, man kann diese leuchtenden Steine nutzen zur Orientierung, ne? Ist ganz gut. Aber ich glaube, fast hier haben wir jetzt alles. Ich sehe jetzt auch kein Item mehr auf den großen Töpfen drauf. Ich glaube, das war dann doch das, was wir gesehen hatten. Da oben ist höchstens noch interessant. Weil das, da geht es so hoch, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Oder ob man von da vielleicht dann so rüberkommt und da ist noch irgendwas. Würde ich auch nicht ausschließen. Dass man noch ein bisschen mehr kraxeln kann. Aber der einzige wirkliche Aufgang ist ja hier. Da. Doch, das ist das Item. Okay. Da müssen wir rüber. Ah, okay. Aber von der anderen Seite dann. Da hattet ihr doch gerade recht. Oder du, der du das gerade geschrieben hast im Chat. Hier waren wir noch nicht. Okay. So, dann suchen wir uns mal hier den Aufgang.
schätze mal, wir müssen von einem anderen Topf darüber springen. Aber vermutlich eher von da hinten, oder? Da ist, glaube ich, der Aufgang. Und hier ist auch noch so ein Schweinegesicht. Der mich noch gleich bemerkt. Doch, geht, geil. Es geht. Ich musste tatsächlich einen kleinen Schritt an ihn rangehen. Das war genau die Lösung. Sehr gut. Ey. Ah. Spratzbär. So, und hier haben wir jetzt unser Item. Noch ein schwer gesprungener Topf. Lohnt das denn? Ja, okay, das war mir wieder dumm. Also einmal da raufkommen und das andere Item holen. Das wäre dann hier. Innereienfleisch. Na, haben wir uns das nicht alle schon mal gewünscht? Oh Mist. Warte, da waren doch noch oben. Da komme ich auf jeden Fall auch rauf. Von da hinten und dann rüberspringen wahrscheinlich. Ja, da sind noch ein paar von diesen Maden. So, wer weiß, wann wir die nochmal brauchen. Was haben wir hier noch? Kann man ja ganz schön weit rumhüpfen. Ist hier irgendwas? Guck mal hier, das ist voller Menschen. Ein Topf voller Menschen. Geligiert. Geht. Oh, hier kommen wir nicht rauf. Von da. Hopp. So, dann wollte ich eigentlich noch einmal diese zwei anderen. Ich weiß nicht, brauche ich sie so dringend? Wie komme ich jetzt nochmal darauf? Vielleicht ist das auch nicht so wichtig, aber wer weiß, vielleicht kann ich mit denen irgendein richtig geiles Item craften. Wo warst du jetzt noch? Kam ich jetzt am besten da rauf? Ah. Also es fehlen jetzt eigentlich nur noch zweimal diese Maden, die ich da oben gesehen habe. Ich glaube, die kann man... Ach komm, scheiß auf diese beiden Maden, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo es hochgeht. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich meine, wir haben jetzt hier alles. So, jetzt müssen wir nur den richtigen Ausgang noch einmal finden. Wo bist du? Okay, lol. So, hier. Ne, warte, hier ist ja diese Ecke, wo wir vorhin waren. Das ist ja nix. Wir gehen weiter im Kreis und suchen den Ausgang. Ich versuche gar nicht, mich zu orientieren. Ich laufe einfach einmal so rum, bis wir da den Eingang oder Ausgang finden. Jetzt ist nur die Frage, ist das der, aus dem wir gekommen sind, oder beziehungsweise sind wir hier nicht sogar runtergefallen? Schon so lange her. Okay. So, erstmal diese beiden friedlich aussehenden Kinder. Ne, die lasse ich in Ruhe. Aber nur, wenn ihr mich auch in Ruhe lasst. Wenn ihr mich angreift, dann wehre ich mich. Die haben mir nichts getan. Dann muss ich denen auch nichts tun. Oh, fuck.
Der war about. Der wollte mir gerade was tun. Das hat, der hat in der Zukunft wollte er mir was tun, deswegen. Warte mal, Mama, Mama, die schleicht euch nicht an mich ran. Ich habe jetzt euren Vater oder was auch immer das war. Naja, okay. Das war jetzt nicht mein Plan, aber so sind die angewatschelt kommen. Die sind ja auch so eine Kriegertöpfe, sind das ja auch. Also deren großer Wunsch ist es ja auch, im Kampf zu sterben. Und das kann ich ihnen natürlich bieten. Okay. Und jetzt? Kommst du hier rüber gehüpft oder was? Oder soll ich kommen? So. Die Armen. Da gibt's noch ein bisschen mehr von diesem leckeren, gefrorenen Ma. Ach du Scheiße. Ich wollte sie ein bisschen eisen, weil ich das jetzt kann. Okay. Nee, stopp mit dem Rumgenage jetzt hier. Meine Güte. Zivilisierte Leute. So, und jetzt du. Das war auf die Kniescheibe. Der ist noch gut geschützt, aber ich pass auf, jetzt machen wir mal den hier. Spatzung. Okay. Ich meine, die haben ja recht grazile Gesichtszüge, ne? Diese Klumpigkeit des Körpers lässt sich nicht erahnen, wenn man jetzt nur ein Porträtfoto von denen sieht, für deren Reisepass oder so. Dann würde man jetzt nicht anhand des Gesichtes auf die restliche Kreatur schließen können. So, hier geht's wieder runter, nehme ich mal an, oder? Wie sieht's aus? Fährt das vielleicht sogar? Ist das vielleicht sogar ein Fahrstuhltopf? Nehmen wir an. So wird es sein. Da ist ja auch noch ein Töpfchen. Oh, warte mal. Guck mal, wenn ich... Warte mal ganz kurz. Das ist interessant. Wenn wir jetzt... Da muss ja irgendwas sein. Da muss ja irgendwas sein. Weil wenn ich jetzt auf den Topf springe und dann auf den Felsvorsprung... Dann bin ich ja theoretisch da gefangen, wenn da nichts mehr ist. Ich gehe davon aus, da ist was. Okay. Okay. Was ist das? Warum? Was ist das? Ach, das ruft den Fahrstuhl nach oben. Oder was? Ah. Oder? Nee. Keine Ahnung, was das Zeichen jetzt genau bedeutet. Aber hier komme ich ja auch noch wieder hoch. Hoffe ich mal. Gott, komme ich da rauf? Das ist ja lustig. Okay. Aber wie viele von diesen Töpfen sind denn auch Aufzüge? Also der da hinten... Als ich das vorhin so lapidar gesagt hatte, eventuell ist das ja auch der da hinten auch noch ein Aufzug. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Oh, ein Hack.
war gut. Mir gut gefallen. Millionen von diesen Töpfen. Oh, ein großes Gefäß. Was mache ich denn eigentlich mit diesen Sachen? Oh ne, erstmal will der mich bekämpfen. Okay, das war einfach sehr schlecht. Ach Mist. Ja, geht auch so. Scherbe eines lebenden roher Fleischklops. So, jetzt lässt er auf mich Ruhe. Es ist ein Helm. Das ist ja abgefahren. Erhöht die Macht von Wurftöpfen aller Größen. Oh, wie schön. Guck. Wir können natürlich jetzt gar nichts mehr machen. Diese Maske übrigens ist ja auch nur sinnvoll, wenn ich Blutung benutze. Es gibt sogar ein kleines, guck mal, den ich auch als Topf nehmen kann. Aber ich werde vermutlich weiterhin... Oh, jetzt... jetzt... Ehrlich gesagt bin ich auch wieder hier versucht, einfach den Topf mal auszurüsten, um zu gucken, ob die Töpfe einen angreifen. Aber ich nehme mal an, das wird nicht passieren. Dass die mich da nicht angreifen. Das wäre aber schon schön. Aber die haben vermutlich noch andere Ausschlusskriterien als nur, wer trägt einen Topf auf dem Kopf. Um zu sehen, ob das ein Freund ist. Was haben wir hier noch? Da sind wieder... Töpfe, das heißt, da komme ich wieder runter. Das war's hier, ja? Dann ist es tatsächlich ein optionales Gebiet. Das ist die Brücke, über die wir gekommen sind. Oder? Ist sie das? Warte. Sind wir hier runtergefallen? Nee. Doch. Doch, doch, doch. Wir sind von da Brücke gekommen und dann hier gecrashed, ne? Da sind wir, glaube ich, runtergecrashed. Okay. Das heißt, da geht es auf jeden Fall dann zurück. Lass uns noch einmal hier schauen. Was sind meine Tipps heute für die Spiele? Eine halbe Stunde ist ja Euro. Slowakei. Gegen Rumänien und Ukraine spielt gegen Belgien. Ja, für mich sind Rumänien und Belgien schon leicht favorisiert. Aber da kann alles passieren in der Gruppe. Das ist wirklich die engste von allen Gruppen. So, Gesart, Feierabend. Das ist gut, dafür, da gratuliere ich dir. So, ich hatte hier irgendwo diese Töpfe erspäht. Wo wart ihr denn hier? Ich nehme an, ich muss hier wieder runter topfen. Nicht, nicht! Oh, das war knapp. Ich wäre fast am... Okay. Am Seil wieder hängen geblieben. Yo, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt gucke ich mal, was hier ist. Ob das auch noch ein Aufzug ist. Müsste dann ja auch einer sein. Nö. Ah, okay, aber ich kann darüber springen. Oh, da ist ein Nebeltor. Ja, warte mal, das kann doch kein Boss sein. Ich habe da noch nicht ein einziges, keine einzige Gnade hier gefunden. Ich habe mich jetzt nicht getraut, auf die Säule raufzuspringen, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte da abrutschen und dann unkontrolliert in den Abgrund fallen. So. Oder vielleicht gibt es hier so eine Statue of America oder sowas. Aber es kann doch jetzt nicht ein Boss. Ah, da. Ist, guck mal hier. Okay, das heißt, ich werde dann wieder hier wieder zurückgesetzt. Wenn ich jetzt hier gegen meinen Willen versterben sollte. Was nicht passiert.
Jetzt ist die Situation, dass ich keine Ahnung habe, mit wem ich es hier zu tun habe. Vermutlich ist es was Topfiges. So, bevor ich da jetzt reingehe, lass mich mal kurz überlegen, wie ich da reingehe. Also wir haben jetzt hier Holy Damage und blutige Ströme. Ja, es ist natürlich jetzt blöd. Ich weiß nicht, ob man den parryen kann. Ja, das ist blöd, weil ich hätte jetzt natürlich da eine Asche drauf machen müssen mit Blutverlust. Weil so ist es nichts Halbes und nichts Ganzes tatsächlich. Ich könnte auch so spielen oder so spielen. Aber da schlage ich nur mit einem. Ich glaube, wenn, dann ist es so besser. Ich wollte ja auch mal das machen, ne? Krass, mit 6 Flasks muss ich da jetzt rein. Ich glaube, ich spiele mal mit diesem Setup. Und wir gehen einfach mal rein. Okay, das ist natürlich jetzt nicht das... Alles klar. Okay. Schüsse, jetzt habe ich Frost Damage, das gefällt mir überhaupt nicht. Warte mal ganz kurz. Der macht leider auch Frost Damage. Oh, der schleudert. Was ist das? Das gibt wahrscheinlich noch schmerzhafte Reaktionen danach. Halbmenschen-Schwertkämpfer Josh. Na gut. Das war ja ganz gut. Mit Holy Damage. Naja, gut, der hatte jetzt Frost. Ich hätte da jetzt lieber, glaube ich, das Blut-Setup wäre besser gewesen. Aber er hat jetzt am Ende auch ein bisschen Holy Damage bekommen. Aber der war ja ganz offensichtlich jetzt nicht... auf Holy Damage eigentlich ausgelegt, weil das kein Untoter war. Ich glaube, ich hätte hier mein Blut-Katana-Bild wäre deutlich effizienter gewesen. Und Frost dürfte der auch nicht besonders anfällig für sein, weil er ja selber auch einen Frost-Angriff hat. Also ich nehme mal stark an, hier wäre mein klassischer Rivers of Blood-Bild besser gewesen. Aber egal, wir haben ihn. Ganz schön schnell, der Typ auf jeden Fall. Wirklich ein bisschen Yoda-artig, ne? Aber der hat Spaß gemacht. Uli macht aber gut Damage, ja. Hm.
Gut, also, ist hier noch irgendwas in seinem Dungeon? Hat er was versteckt? Schätze oder irgendwas? Nö, ne? Ich befürchte, wir sollen ja einfach nur wieder raus. Mehr ist hier nicht zu holen. Und dann ist das halt so. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken. Ich glaube, ich mache das einfach. Ich meine, wobei, ach, man kriegt ja irgendwann dann doch wieder neue Waffen. Aber es ist, ich bin ein bisschen versucht, was haltet ihr davon? Ich frage euch das mal einfach. So, wenn ich jetzt, ich habe zwei von diesen Katana, von diesen hier. Das habe ich ja jetzt mit der heiligen Asche gebrandet. Jetzt habe ich das große mit Frost gebrandet und ich habe die blutigen Ströme. Ich könnte jetzt das zweite Katana, also ich habe exakt so eins noch, und zwar das hier, auch auf 25 bringen. Da habe ich zweimal das gleiche Katana auf 25. Aber dann könnte ich einfach, je nach Situation, habe ich dann zwei verschiedene oder drei verschiedene Elemente, Frost, Blut mit dem doppelten Blutbild, also quasi blutige Ströme plus eins der Uchikatanas, und das andere würde ich auf Holy lassen. Und dann müsste ich die Aschen nicht ständig wechseln. Ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Würde ich auch sagen. Klingt zumindest logisch, ne? Finde ich auch. Dann machen wir das doch gleich mal. Lass mich erstmal gucken, wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Also wir sind hier in diesen Tunnel da rein. Da bin ich aber auf der Suche nach Neuem einfach so hingespült worden. Auf jeden Fall, Nicola, das habe ich voll im Blick. So. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, weil ich natürlich keine Flasks mehr habe, aber ich gucke nochmal einmal ganz kurz, weil hier in der Nähe ist, obwohl doch dort drüben ist doch das andere. Ja, ich komme hier schon wieder schnell hin. Ich wollte nur jetzt einmal ganz kurz ausspähen, was hier noch ist, bevor ich mich teleportiere zu einer Gnade, um zu leveln und mein Schwert aufzuwerten. Ich mach das einfach. Ich hab da Bock drauf. Guck mal, hier ist doch noch was. Kleine Schattenreichrune. Ansonsten ist hier Feierabend, oder? Große Brücke. Das müsste dann diese hier sein, ne? Da waren wir ja schon. Hier ist der große Abgrund. Dann lass uns mal jetzt die Reise antreten hier und gehen mal rüber. Na, wie ich immer die falsche Taste drücke. Gehen mal einmal rüber zum Round Table. Mach eins auf Psycho und eins auf Fee. Ja, das machen wir gleich mal. So, also. Jetzt mache ich hier Folgendes. Ich werde mein Schwert aufleveln. Und eventuell mache ich auch beide. Vielleicht mache ich auch dieses Riesenkatana hier auch nochmal auf Level 25. Ich habe ja noch 6 von diesen Schmiedesteinen, die notwendig sind, um die höchste Stufe zu erreichen. Das heißt, ich hätte noch 4, um kommende Waffen hochzuleveln. Weiß ja nicht, was noch kommt. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar mehr von den Dingern, von diesen Drachensteinen. Aber ich bin einfach ein kompletter Katana-Boy, ne? Ich habe hier einfach wirklich nur Katana. Was halt Quatsch ist gegen so Steinwesen. Es gibt ja auch oft in Dungeons und so gibt es halt diese Steinis. Und die sind natürlich mit Katana Schwachsinn. Da brauche ich dann eine Alternativwaffe. Eigentlich muss ich mir auch eine Keule oder sowas noch hochleveln. Vielleicht gibt es ja irgendeine, könnt ihr ja gerne auch mal sagen. Vielleicht gucken wir gleich mal zusammen. Irgendeinen Prachthammer brauchen wir gleich noch. Das machen wir. Wir gucken gleich mal, nach, wie wir das mit den Waffen machen. Und das Ganze aber natürlich nach einer kleinen YouTube-Pause.
Elden Ring ist einfach Hammer, Leute. Das macht wirklich großen Spaß. Das war eine Folge für heute. Wir haben sogar noch einen kleinen Boss am Ende gehabt. Also kann man das fast schon Boss-Folge nennen. Wobei natürlich jetzt im Vergleich mit Renala jeder Boss eher so ein bisschen klein wirkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch irgendwann wieder ändert, dieser Eindruck. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder unter dem Schatten des Erdenbaums sitzen.